Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Irland. Heute habe ich hier Velvet Cap Irish Whisky Triple Cask Non-Chilled Filtered Product of Ireland Batch Number 1 mit 40%. Interessant steht auf der Etikett hier, Established 1880, also 1880, gegründet. Reclaimed, also wieder in Anspruch genommen, 2020. Also Trademark. Ganz interessante Sache jetzt hier. Wir haben hiermit zu tun mit einer neuen Distillerie namens Blackwater in einer Stadt namens Blackwater in Irland. Kunstkorken finde ich gut. Also kein Presskorken. Und wir haben hiermit mit einem Mann namens Peter Mulryan. Dieses Vorrecht habe ich gehabt, mit ihm einen Livestream zu machen. Der Mann ist ein Genie, was Irish Whiskey angeht. Er hat mehrere Bücher geschrieben über die Geschichte vom Irish Whiskey, hat verschiedene Zeitschriften weltweit geschrieben und dann wechselte er die Seiten und fing an, Whiskey zu produzieren. Er hat einen Mann geklaut aus den Vereinigten Staaten namens John Wilcox. Der ist der Head Distiller und Peter ist der Founder, Gründer und der Geschäftsführer. Also von daher sehr gut. Sie haben viel Erfolg mit Gin gehabt und jetzt langsam kommt jetzt hier deren Whisky auf den Markt. Ich muss ein bisschen weit ausholen und ich hole noch eine Flasche hier auf den Tisch. Diese Flasche habt ihr lange nicht mehr gesehen. Retronaut, The Curated Collection Single Malt Irish Whiskey ohne E, hier mit E, ich komme gleich darauf, 17 Jahre alt. Also diese Flasche hier habe ich nochmal hinten in meinem Regal gefunden. hätte ich schon längst abfüllen müssen, aber so ist das. Kommt hier rein, 17 Jahre alt, Single Malt Kuli-Produkt, zweifach destilliert. Hier haben wir es damit zu tun, und ich schätze nur, ich habe einen Blog gelesen von Peter, und er berichtete, dass sie denn dort während diese Corona-Zeit es nicht geschafft haben, hochzukommen in den Great Northern Distillery, um dabei zu sein beim Abfüllen. So, Great Northern Juice, also Jack Teeling mit seiner alten Diageo-Distillery hier, wo früher Guinness gebraut wurde, um exportiert zu werden. So, was wir hier haben, ist genau die Geschichte der Destillerie. Praktisch hier 2018, spät kam das auf den Markt, hier 2020, früh kam das auf den Markt. Damals wollte er auf Vertriebswege prüfen. Also er hat ein tolles Produkt gehabt, denn zumindest hat er das so gesagt, ich war nicht überzeugt davon. Er hat ein tolles Produkt gehabt und hat das dann einfach mal in verschiedene Länder dieser Welt rausgebracht, inklusive Deutschland. Und seine eigene Produkte sind noch am Reifen, sind noch dabei, fertig zu werden. Und da ist die Frage, wie macht man das? Waterford und auch The Shed Distillery haben einfach beschlossen, wir warten 3 Jahre. Also wir warten, wir haben so tiefe Taschen, wir können warten, bis unser Produkt Whisky ist, 3 Jahre in Europa, und dann bringen wir es raus. Gut, man kann den Weg gehen, wie Teeling gegangen ist. Die nehmen altes Whisky von woanders her, Cooley, und verkaufen das unter ihre Label Teeling. Und jetzt, wo die neue Produkte rauskommen werden, unter diesem Produkt Teeling wird es ein bisschen anders schmecken. Und die werden da ihre Fans ein bisschen vergrauen, glaube ich, zum Teil. Weil wir gewohnt sind, altes Zeug zu haben und jetzt haben wir neues Zeug und das ist nicht der Teeling, den ich kenne. Blackwater hat den Weg genommen. Sie sagt, wir wollen eine Marke haben für unsere Produkte. Das hat Connacht auch gemacht mit Spade und Bushel. Und dann, wenn wir unser Produkt auf den Markt bringen, haben wir unsere Vertriebswege schon und dann haben wir unser richtiges Produkt. Und diesen Weg kann ich persönlich nur sagen, Hut ab, sehr, sehr gut. So, nochmal zurück zu Retronaut. Damals haben sie gedacht, Mensch, also ein tolles Produkt, 17 Jahre alt, es gibt nicht sehr viele Leute, die alten Irish Whiskey auf den Markt schmeißen. Und bald danach haben viele das gemacht. Und er sagt, okay, gut, also in den oberen Preissegmenten machen viele, lass uns einen neuen Whisky auf den Markt bringen in der untersten Preissegment. Bam! Also, er kommt aus Blackwater und deshalb hat er tatsächlich ein bisschen recherchiert. Der ist auch Schreiber, der kann Recherchen anstellen und er hat tatsächlich hier was gefunden. Und diese Sache ist tatsächlich hier eine Bonder, kann ich so sagen, ein Whisky-Abfüller, lass uns das so sagen. Thomas Powers & Co.
Also nicht jetzt hier tatsächlich der Powers aus Dublin, sondern der Thomas Power aus Waterford. Und er hat eine Marke damals gehabt, nämlich Velvet Cap. Ja, diese Velvet Cap, dieses Velvet ist nicht Plüsch, sondern, oh wow, was heißt Velvet? Jason, Jason, Jason. Also schauen wir mal, wie schnell ich hier bin. Velvet, Velvet heißt Samt, also Samt, Samt. Also Samt Cappy. Und das war für Pferdesport, das was sehr groß ist, auch in dem Bereich von Waterford. So, er hat diese Marke entdeckt, der auch nicht mehr registriert war, weil Marken werden nach einer gewissen Zeit dann dort laufen ab. Und er hat diese Marke wieder reaktiviert. Deshalb steht dann da 1880, 1900, 2020. Jo, und der hat auch was ganz Tolles gemacht, sein Master Distiller hier. Das ist tatsächlich der, ich bin schlecht, John Wilcock, ich wollte ihn Tom Wilcock nennen, das ist ein Sportler. Also John Wilcock hat gemerkt, in den zweiten, vor dem Zweiten Weltkrieg waren Bourbonfässern in Irland agrar. Die haben Stoutfässern benutzt und die haben auch aufgespritzte Weine benutzt, also Port und Sherry und so weiter. Aber Bourbonfässern vor dem Zweiten Weltkrieg, selten. Deshalb hat er gesagt, okay, ich möchte gerne Stoutfässer nehmen. Und nicht nur Stoutfässern hat er genommen, sondern er hat tatsächlich Roggen-Rye-Whisky-Fässern genommen und hat da drin 3 bis 6 Monate denn dort Stout reifen lassen. Also jetzt ist eine Rye Matured Stout. Und dann nimmt es raus und dann tut er wieder Roggen da rein und nimmt das raus nach 3 bis 6 Monaten, tut wieder dann Stout rein, nimmt das raus, tut wieder Roggen rein. Und es gibt immer wieder diesen Wechsel. Ab und zu mal wird Holz ausgewechselt auch. Und dieses System gibt es. Und bam, ist das, was das hier ist. Also ist das alt? Nein, das ist 3, 4 Jahre alte Whisky aus Irland. Ist der Preis ganz okay? Ja. Also der Preis betrifft hier in Deutschland tatsächlich 37 €, in Irland ist es 39 € hier. Ist es ein New Age, No Age Statement? Ja. Es ist ein Blended Whisky. Blended heißt in diesem Fall 50% Grain und 50% zweifach destilliertes Single Malt. Und die kommen dann zusammen und da haben wir unser Velvet Cap. Jo, absolut cool. Alles wurde praktisch während dieser Covid-Zeit hier gemacht und das ist schon eine Meisterleistung gewesen. Das alles, man muss erstmal mixen in kleine und dann wird es einfach der Rezept durchgegeben und dann wird es in Fässern und nicht mehr in Milliliter, sondern fässernweise gemacht. Und das ist das. Es gibt davon, glaube ich, 6.000 Flaschen, genau, 6.000 Flaschen jetzt hier. So, jo, das ist alles ganz gut und die meiste Information hat jetzt Peter hier bekommen aus dem Museum vor Ort. Also wer sein Heimatkundemuseum besucht, kann sogar etwas über Whisky manchmal entdecken, denn da. So, und dann, um den letzten Pfiff zu geben, haben sie gemerkt, da fehlt etwas. A Stout ist gut, Rye ist gut, es muss noch Portfässern her. Ja, diese Portfässern ist Art, ist wie in einer Küche. Da macht man, neulich habe ich eine Dosensuppe aufgemacht und merkte, fade. Und da habe ich meine Grillgewürze reingetan, habe ich ein bisschen dann da von meiner Kräuter de Provence reingetan, noch eine Schuss Pfeffer da rein. Oh, am Ende hat sogar meine Frau gesagt, sehr lecker. Und das war diese Portfässer, das war ein Gewürz. Also man hat das einfach ein bisschen aufgepeppt damit und das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Sache geworden. Ja, so. Genug geredet, also lange geredet. Und jetzt kann ich endlich mal probieren. Erwarte ich großartiges her von diesem Whisky? Nein. Erwarte ich etwas Nettes? Ja. 40% der Alkohol kommt schon mächtig durch. Also, oh je. Also, ein Tick jünger, als ich eigentlich vermutet habe. So, na John und Peter, was habt ihr hier gemacht? Ich würde behaupten, also ich habe ein paar jetzt hier gehabt, wo Reifässern in Gebrauch waren als Finishing. Ich würde behaupten, dass ich das halbwegs hier noch rausriechen kann. Aber der Port kann ich, oder? Doch, doch, hier, da ist. Da. Also es gibt tatsächlich, also ich versuche mein Glas hier.
Also hier sind andere Gerüche als hier. Warum? Weil manche Sachen sind schwerer, genau wie Kohlendioxid schwerer ist als Sauerstoff. Deshalb, wenn man Hefe fermentieren lässt, will es eine Schicht von Kohlendioxid haben über sich. Und ja, damit der Sauerstoff nicht reinkommt. Und genau auch so ist das so, dass manche Aromen flüchtiger sind, höher oben als unten. Aber ich kriege schon Stout, ich bilde mir besser ein, dass ich Stout und Rye und der fruchtige Portnote ist ein Akzent, den ich nur ab und zu kriege. Okay, cheers. Der ist arg jung. Kentucky Hug. Also, oh, brennt bis unten hin. Oh je, oh je, oh je. Ich habe zwei Flaschen davon gekauft. Eine werde ich teilen, eine werde ich hinten im Schrank irgendwo lassen. Schauen wir mal, ob das ein Sammlerstück wird. Glaube ich nicht. Aber für die 40 € habe ich gedacht, warum nicht? Oder 37 €. Ah, Mann. Also, arg jung. Ich bin ein kleines bisschen ein Snob geworden, was jetzt hier Whisky angeht. Snob heißt ein bisschen hochnäsig. Ich habe gewisse Ansprüche irgendwie langsam. Also das Leben ist zu kurz für schlechten Whisky. Und ich habe meinen Anteil von schlechten Whisky schon in diesem Leben, sage ich mal, durch. Ich probiere noch mal. Beim zweiten Mal hat er ein bisschen Cremigkeit, aber er brennt immer noch hinten runter. Also Jameson ist wesentlich sanfter. Ja? Also velvety ist ein Wort, was wir tatsächlich hier benutzen auf Englisch, um ein Whisky zu beschreiben. Smooth as velvet. Also so weich wie Samt. Samt. Nee, nee, nee. Genau, diese Velvet Cats wurden, Cappies, also diese Samtcappies, wurden traditionell getragen bei den Jockeys. Besonders in diesen Rennen ab 1752. Man sprang über Zäunen und auch Gräben zwischen zwei Kirchen, vom einen Kirchturm zum anderen. Also deshalb dieses Begriff, was wir haben, Steeplechase. I did not know that. Also als Steeplechase habe ich schon mal gehört. Also, aber ich wusste nicht, dass es vom einen Kirchturm zum nächsten so war. Interessant, danke, ich habe was gelernt. Jo. Vier plus, Preis vier minus. Retronaut, ein bisschen zu viel Zeit auch schon im Glas gehabt. Hagen hat den hier geliebt, also heiß und innig, ich nicht. Das war immer hinten heraus echt bitter. Also das war altes Holz, das ist Kuli-Produkt. Fast alle haben mit der 17-Jährigen, ob das Türkonell ist oder sonst jemand, einfach einen Finish oben drauf gelegt, mit Absicht. Das haben sie hier nicht getan. Nicht meine Welt. Okay, meine Frage des Tages ist: Deine Lieblingswhisky aus Irland für unter 40 €. Welche Produkte würdest du da empfehlen? Was würdest du da schreiben? Also ein Jameson kannst du sogar zwei Produkte kriegen unter 40 € manchmal. Aber Irish Whiskey ist teuer geworden. Bitte liken, bitte abonnieren, bitte auf meine Sample-Liste unten schauen. Ihr könnt Teil werden meiner WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe. Das wurde auch schon da verteilt. Ihr könnt auch mich unterstützen bei Patreon, wenn ihr wollt. Das ist toll. Dann seid ihr ein Superfan oder hier bei YouTube Membership auch da werden. Da habt ihr ein paar Vorteile, indem ihr tatsächlich auch
meine Flaschenteilung eine Stunde vorher kriegen, wenn sie wichtig sind, wo ich erwarte, dass sie schnell ausgehen. Ja, eine paar andere Kommunikation ist da einfach einfacher mit euch. Ist einfach schön, diese Community hier zu haben. Vielen, vielen Dank, dass ihr immer wieder liked, teilt und auch unterstützt. Bis dahin, Whiskey Jason. Ciao.